So, nach meiner Uhr ist es jetzt genau 10 Uhr. Das heißt, ich heiße Sie jetzt offiziell herzlich willkommen zum heutigen Webinar der Reihe Online Marketing Trends. Das Thema heute: Optimize or Die, fit für den E-Commerce durch Personalisierung. Ja, unser heutiger Referent John Raab ist auch schon in der Leitung. Bevor ich ihm auch aber das Wort übergebe, einmal ein kurzer Blick auf die heutige Agenda. Wir haben einen Vortrag vorbereitet von ca. 40, 45 Minuten. Sie können, wie schon eben in der technischen Einführung gesagt, jederzeit gerne Ihre Fragen im Chat stellen. Wir werden dann entsprechend die mündliche aufgreifen und beantworten. Das Webinar wird aufgezeichnet und den Link zur Aufzeichnung erhalten Sie im Nachgang dann direkt von Adobe. Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Wir von Management Circle und Webacad unterstützen gerne auch Sie bei der Durchführung eigener Webinare. Sprechen Sie mich gerne an. Die Kontaktdaten finden Sie unten auf der Folie. Ja, auch unsere Communities möchte ich Ihnen gerne noch ans Herz legen. Die eine oder andere ist vielleicht bei Ihnen schon bekannt. Hier können Sie sich kostenfrei vernetzen und austauschen über aktuelle Themen, aber auch dann Events informieren. Und natürlich herzliche Einladung zur Reihe Online Marketing Trends, die ja weitergeht, über das ganze Jahr verteilt, gibt es jeden Monat ein Webinar und die weiteren Termine finden Sie hier aufgelistet und die Internetseite lautet onlinemarketingtrends.de. Damit wäre ich auch schon am Ende meines Parts angelangt und rufe die Präsentation auf und übergebe das Wort an John Raab, Sales Manager bei Adobe. Gut, wenn die dann jetzt geladen ist, da ist sie, haben Sie das Wort, Herr Raab. Schönen guten Morgen, können Sie mich verstehen? Kurze Antwort im Chatversuchung. Ja, auch mal von meiner Seite. Guten Morgen, vielen Dank für die rege Teilnahme. Wir haben schon ordentlich Leute in der Connect-Session. Ja, mein Name ist John Raab, bin bei Adobe verantwortlich für das Thema Retail. Ich betreue das mit einem Team und wir positionieren dort alle Lösungen, die wir Adobe im Retail-Markt anbieten. Im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir produktmäßig unterwegs waren, positionieren wir heute komplette durchgängige Lösungen. Das Thema ist Personalisierung im Wesentlichen ganz spannend. Ich habe gesehen, es sind auch eine ganze Menge Leute da aus anderen Industrien, also nicht Retail. Die Beispiele werden sehr Retail-lastig sein natürlich, weil wir sagen haben, okay, fit für den E-Commerce, der natürlich sehr stark im Retail angewandt und genutzt wird. Ich denke mal auch, dass ich ein paar Beispiele spontan reinbringen kann aus anderen Branchen, beziehungsweise ich hoffe, dass Sie das übertragen können oder eben halt auch gerne Fragen in Ihrer Branche im Chat stellen können, dann können wir auf die auch gerne eingehen. Bevor wir in das eigentliche Thema gehen, fragen Sie sich vielleicht der eine oder andere, warum erzählt jetzt Adobe was zum Thema Personalisierung? Ich kenne Sie doch eher nur von Photoshop. Deshalb wollte ich Ihnen noch mal kurz eine Einladung geben, wo wir derzeit stehen. Die Vision von Adobe ist, dass wir die Welt durch digitale Erlebnisse, wenn ich das hier mal im Englischen übersetze, verändern wollen. Und dieser Slogan, den gibt es schon seit geraumer Zeit, ist schon seit 2007 bei Adobe, der hat sich nicht geändert. Das ist schon für so eine große Firma schon ganz, ganz spannend zu sehen, dass es doch konsistent ist. Wie stellen wir uns das vor? Wir sind derzeit in zwei Business Units aufgeteilt. Das eine ist die Business Unit Digital Media. Dort sind die Produkte angesiedelt, die Sie wahrscheinlich schon seit langem kennen. Da ist ein Photoshop drin, da ist eine Creative Suite natürlich drin, die alle Produkte vereint, da ist ein Flash drin, Flashbilder. Und sozusagen alles, was Sie so brauchen, um digitale Medien zu erstellen, wie ein Katalog, wie eine Fotografie zu bearbeiten, ein Video zu bearbeiten, was dann irgendwann ausgeliefert wird. Und ich bin in der Unit Digital Marketing. Dort vereinen wir alle Produkte, die wir heute im Online-Marketing brauchen, um unsere Webpräsenz zu analysieren. Also sind die klassischen Produkte aus der Webanalyse dabei, aber auch wie ich mein Business optimieren kann,
also sprich die Conversion steigern, Warenkörbe steigern, Anzahl der Beziehungen steigern, auch durch eine ganze Menge Tools. Und da fokussieren wir uns jetzt heute drauf, also auf die Optimierung, wie kann ich meine Webseite, wie kann ich meinen Online-Auftritt oder auch den E-Commerce, wie kann ich dort in eine ständige Optimierung durch Personalisierung kommen. Schauen wir uns mal an, was für Challenges wir wahrscheinlich alle haben, wir bei Adobe, aber wahrscheinlich auch Sie in Ihrem täglichen Geschäft. Man fasst das heutzutage ganz schön zusammen unter dem Thema Customer Journey. Ich habe hier mal ein Beispiel einfach mal mitgebracht, das Sie vielleicht auch hoffentlich auf Ihre Branche übertragen können. Das ist jetzt hier ein Herr, der auf der Suche ist nach einem neuen technischen Produkt. Ja, der möchte gerne ein neues Tablet kaufen. Gucken wir uns doch einfach mal an, was er so macht, um dieses Produkt auch wirklich dann, bevor er sozusagen das Produkt wirklich gekauft hat. Vielleicht fängt er online an und geht erstmal zu Google oder zu seiner Suchmaschine seiner Wahl und tippt sofort Tablet ein und bekommt dort erstmal eine Suchergebnisliste. Er geht dort vielleicht dann zu einem Produktvergleichsportal und guckt sich erstmal unterschiedliche Angebote an. Dann klingelt das Telefon, weil er hat es in der Mittagspause gemacht, Mittagspause ist vorbei und muss wieder arbeiten, kommt nach Hause und abends fällt ihm ein, ja Mensch, ich wollte doch nochmal nach ein paar Sachen recherchieren, hat schon über die Produktvergleichssuche ungefähr sich so ein Produkt ausgesucht, geht zu Facebook in die Community, informiert sich dort und findet über einen Freund sogar auch noch einen Produktgutschein, den er sich auf sein Mobiltelefon schicken lässt. Dann ist der Abend vorbei, er geht nach dem nächsten Tag Mittagspause, geht er vielleicht wieder um die Ecke in den stationären Handel und guckt sich das Produkt wieder an. Ja, guckt sich an, was gibt es für Zubehörprodukte. Dann ist die Mittagspause vorbei, muss auch noch was gegessen werden. Und am Abend sieht er zufällig auch nochmal eine TV-Werbung zu dem Produkt, guckt sich vielleicht noch das Ganze nochmal auf YouTube an. Geht irgendwo rein, chattet zu neu, was gibt es für Neuigkeiten zu dem Produkt. Und entschließt sich dann doch wirklich abends, das Produkt dann online zu kaufen. Und geht dann, weil es nicht installiert bekommt, die eine oder andere Sache, dann doch nochmal danach in den Laden und lässt sich dort weiter. Also Sie sehen, wir haben eine Reihe von Touchpoints heutzutage, die ein Kunde sozusagen durchläuft, bevor er etwas kauft, aber auch nach dem Kauf, das ist ein bisschen angedeutet, durch die weitere Beratung, haben wir natürlich weitere digitale Erlebnisse oder Berührungspunkte mit dem Kunden. Und das ist genau die Herausforderung, vor der wir heutzutage stehen. Wie können wir das konsistent für unser Geschäft nutzen? Und da gibt es im Wesentlichen mal vier Kernfragen. Da gibt es vier Kernfragen, die wir heutzutage im digitalen Marketing sehen oder die sich aus dieser neuen Customer Journey sozusagen ergeben. Und das ist zum einen relevante Inhalte, die relevanten Inhalte für den Kunden zu dem richtigen Zeitpunkt für das richtige Weiß auszuspielen. Ja, also wenn er an einem Produkt oder an einer Dienstleistung interessiert ist, ihm dann nicht irgendetwas anderes anzubieten. Ich hatte dann neulich einen Kollegen, der suchte bei einer prominenten Seite nach einer Babyausstattung, weil er einen Herbstzwillinge bekommt. Und er war auf ihrer Seite, ging wieder weg, kam am Abend wieder hin und was wurde ihm angeboten, nicht Babyausstattung, sondern Fernseher. Also die relevanten Inhalte zur richtigen Zeit anbieten. Durchgängige Erlebniswelten. Also wir wollen in all diesen Berührungspunkten, sowohl im Mobilbereich als auch im stationären Geschäft, wie auch auf der Webseite, den Kunden das gleiche Erlebnis bieten. Ja, die gleiche, auf Englisch gesagt, die gleiche Experience. Gleiche User-Interface, gleiche Lokalität. Dann, wenn wir heutzutage Kampagnen ausführen, müssen die natürlich über alle Endgeräte auch funktionieren. Also nicht nur optimiert sein für ein Endgerät. Ich spreche nochmal TV-Kampagnen an. Wir sehen heute relativ wenig noch in TV-Kampagnen die Aufforderung, auch an bestimmte Online-Interface zu gehen und so weiter und so fort. Und die vierte große Herausforderung ist dann diesen Spend, diesen Marketing, denn über diese diversen Kanäle, über diese Berührungspunkte optimal aufteilen, also das Budget vernünftig zu allokieren und nicht in einen Kanal zu viel zu investieren und in einem nächsten zu nehmen. All diese Fragestellungen, all diese Herausforderungen beantwortet Adobe in einer Suite von Produkten, die über die letzten
4 Jahre zusammengestellt worden sind. Dort wurde sehr stark investiert. Und dieses Team nennt sich jetzt Adobe Digital Marketing Team, mit der wir, wie vorhin schon angesprochen, in der Grundlage erstmal die Analyse bieten können, also welcher Kunde hat in welchem Endgerät, zu welchem Zeitpunkt, welches Produkt angeguckt. Und dort habe ich dann auch die Möglichkeiten, nicht nur diese Daten zu aggregieren, zu analysieren, sondern eben halt auch diese Daten zuzugreifen und sie umzuwandeln in Aktionen, in spezifische Angebote für diesen Kunden. Und das ist dann auch schon mal, hoffe ich, eine gute Einleitung in das Thema. Hier sehen Sie nochmal einen Aufzug von ein paar Kunden in Deutschland, die diese Suite oder Teile der Suite vermitteln. Und wenn wir mal jetzt in das Thema Personalisierung einsteigen, dann ist ja die große Frage, die sich alle stellen, ja, es ist ja gut und schön, aber wo fange ich an? Ja, die meisten, mein amerikanischer Kollege hat mal gesagt, die meisten wollen es, die wenigsten können es und die, die es machen, die machen es noch nicht mal richtig gut. Und ich wollte in den nächsten Minuten mal so, erst mal 5 Bereiche vorstellen, wo Sie ansetzen können, was Sie dann vielleicht auch dann nach diesem Webinar hoffentlich mit nach Hause nehmen können und auch auf Ihr Geschäft oder auf Ihre Seite anwenden können. Sagen wir mal das Thema ein. Das Erste, was ich natürlich machen muss, Personalisierung soll in irgendeinem Sinne ja sinnvoll sein. Wir sollen ja möglicherweise ein Geschäftsziel unterstützen, also bei der Erreichung eines Geschäftsziels helfen. Und dort gibt es unterschiedliche Ziele, die ich sozusagen aufstellen kann, wie ich die Personalisierung optimieren möchte. Und zwar ganz einfach klar, im Handel sind es die Bestellungen. Das kann sein, auch eine Erhöhung des Durchschnittsfonds zu erreichen. Das kann aber auch für eine, ich sag mal, Krankenkasse oder eine Versicherung, kann das auch die Anzahl der Registrierungen für Newsletter sein. Das kann eine Erhöhung der Leads sein, Leute, die sich Angebote erstellen lassen oder berechnen lassen. Das kann ein Abo sein für ein Medienunternehmen. Kann auch sein, die Leute dazu zu motivieren, mehr Empfehlungsmarketing für mich zu machen. Das kann auch eine Kundenbindung sein. Aber am Anfang eines jeden Projekts, wenn ich das für mich nutzen möchte, steht irgendwo, dass ich die Zielstellung festlege für den Personalisierungsbedarf. So, und dann haben wir ja die Herausforderung, wenn Sie das sehen, würden Sie diesen 3 Leuten auf Ihrer Webseite das gleiche anbieten? Oder ich sag mal im Ladengeschäft? Wahrscheinlich nicht. Ja, also dem linken Herrn würden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein anderes Produkt anbieten oder Dienstleistung oder Service als dem Fan oder eben halt der weiblichen Käuferin im Alter 40 bis 50. Das Problem, was wir aber haben heutzutage, ist, wenn diese Leute auf unseren Online-Auftritt kommen oder auf unsere Mobiltelefonseite, dann sehen sie nur dies von den Personen. Ja, sie sehen nicht die Ausdehnung, sie sehen vielleicht noch nicht mal, ob der männlich oder weiblich ist. Und genau hier setzen wir an, zu sagen, okay, wie können wir anonyme Besucher, die auf unsere Webseite kommen, trotzdem klassifizieren? Wie können wir sie trotzdem mit einer personalisierten Ansprache abholen, weil der Wettbewerb ist relativ schnell mit einem Klick um die Ecke. Und wir haben nicht viel Aufmerksamkeit oder nicht viel Zeit, die Aufmerksamkeit des Kunden auf der Webseite zu binden und ihn zu fesseln und die Session sozusagen zu verlängern. Und hier gibt es ein paar Ansätze, mit denen man sehr einfach eine schöne Personalisierung erreichen kann. Und wir nennen das, wir erstellen ein berechenbares, aber trotzdem anonymes Besucherprofil basierend auf unterschiedlichen Variablen. Das können sein die Umgebungsvariablen, die Besuchervariablen, Referralvariablen, temporäre oder Offline-Variablen. Und bevor ich jetzt anhand eines Slides alles erkläre, wie es funktioniert, habe ich mir gedacht, ich teile es auf in diese unterschiedlichen Bereiche, dann gehen wir mal rein in die Umgebungsvariablen. Was sagen wir denn eigentlich die Umgebungsvariablen eines Besuchers, der auf meine Webseite kommt? Und dort habe ich schon eine ganze Menge Möglichkeiten, mit der Personalisierung auf meiner Webseite anzufangen. Denn ich kenne in der Regel die IP-Adresse des Kunden. Ich weiß, aus welchem Land dieser Kunde kommt. Ich weiß die Zeitzone, in der dieser Besucher gerade ist. Ich kenne das Endgerät des Besuchers. Ich kenne das Operativsystem, Browser und so weiter und so fort. Um Ihnen da unterschiedliche Beispiele zu geben, wenn jemand gerade in München ist,
von dort vielleicht auch zum Beispiel die Wetterinformationen eingespielt werden, kann ich natürlich gerade in Deutschland, wo wir sehr viele Schwankungen haben im Klima, gerade im Frühjahr, sagen wir mal im März, haben wir dort natürlich die Möglichkeit, schon Blumen, wenn wir jetzt mal im Baumarkt sind, Blumen anzubieten, während wir in Hamburg oder in Schleswig-Holstein wahrscheinlich noch viel zu kaltes Klima haben, dort werden noch andere Produkte gesichert. Also allein die Information, wo sich der Kunde gerade in welcher Region aufhält, kann für uns interessant sein, um schon eine erste Personalisierung vorzunehmen. Ganz wichtig natürlich auch, welches Endgerät hat das denn mehr. Wenn man von einem Smartphone kommt, muss ich ihm eine Experience, eine Webseite anbieten, die entsprechend sich der Bandbreite anpasst, also schnell ist, die vielleicht, oder sehr wichtig sogar auch, das entsprechende Display unterstützt. Und eine zum Beispiel einen Tablet-User eine ganz andere Experience anbieten, weil er eine viel größere Oberfläche hat, viel mehr Produktinformationen auf einem Tablet konsumieren kann im Vergleich zu einem Smartphone. Operativsystem, klar wichtiger technischer Aspekt, dort habe ich natürlich auch nochmal einige Begrenzungen. Also das sind so Hygienefaktoren, die ich auf jeden Fall abdecken muss, um den Kunden auf meiner Webseite zu halten. Wie gesagt, die erste Personalisierung ist schon zu sagen, in welcher Stadt hält er sich auf, in welcher Region, wie ist das Wetter dort, kann ich da auch Schlüsse ziehen, um mein eigenes Angebot auf der Webseite entsprechend an diesen einzelnen anonymen Besuch an. Ich habe Ihnen hier nochmal ein Beispiel mitgebracht, ganz einfaches Beispiel, nur eine Variable abgefragt, und zwar ist das die Stadt, aus der der Besucher gerade kommt. Und hier wird einfach nur sehr prominent damit geworben, wenn du dieses Produkt heute kaufst, dann ist es wirklich in 2 Tagen auch in der Stadt, in der du dich gerade aufhältst. Also sehr einfaches Targeting, sehr einfache Personalisierung, aber kann schon eine ganze Menge bewirken. Hier nochmal das zweite große Feld, und das ist das Feld, wo wir am meisten spielen können. Hier können wir wirklich das meiste rausholen. Das sind natürlich klar die Besuchervariablen. Also das ist sozusagen die Information, die der Besucher auf unserer eigenen Webseite hinterlässt. Dort können wir natürlich klassifizieren nach unterschiedlichen Segmenten. Hier fängt das an, richtig Spaß zu machen. Ist das ein neuer Kunde? Ist das ein wiederkehrender Kunde? Wie war sein, wenn es ein wiederkehrender Kunde ist, wie war sein Besucherverhalten? Hat er sich bestimmte Kategorien angeschaut? Hat er schon vielleicht, wie vorhin in dem Beispiel, ein bestimmtes Produkt sich angeschaut, also sprich die Babyausstattung? Hat er schon mal auf meiner Webseite etwas gesucht? Hat er vielleicht schon mal einen Warenkorb befüllt? Oder vielleicht sogar der registrierte Kunde, weil ich ihn in meinen Cookie wieder identifizieren kann, hat er schon mal etwas eingekauft? Hat er schon mal auf bestimmte Kampagnen reagiert? All diese Informationen kann ich natürlich nutzen, um meine Webseite weiter zu personalisieren. Das geht dann in die klassischen Themen rein, dass ich natürlich, wenn ich eine Kategorie habe, dass ich die entsprechenden Produkte dort auch prominent auf der ersten Seite empfehle. Also Kunden, die in dieser Kategorie vorher waren, haben sich zum Beispiel auch diese Produkte angeschaut oder haben sich sogar andere Produkte in den Warenkorb gelegt. Oder Kunden, die nach Ihnen gesucht haben, haben auch Produkte gesucht, die ähnlich sind. Also in diesem Bereich können Sie unheimlich viel spielen. Sie können sogar die Navigationsstruktur Ihrer Seite basierend auf Besucherverhalten anpassen und Ihnen dadurch eine bessere Übersicht über die Seite geben, indem ich andere, erstmal nicht interessante Kategorien in den Navigationsbaum verschwinden lasse. Also hier habe ich eine ganze Menge Möglichkeiten, mehr zu personalisieren und dem Kunden das richtige Angebot zur richtigen Zeit darzustellen. Das können jetzt nicht nur Produkte sein, das kann auch Content sein. Ja, denken Sie daran, dass ich dort auch den Kunden, ich sag mal, Banner ausspielen kann, wie jetzt, wenn er zum Beispiel auf der Seite schon mal war, sich ein Produkt angeschaut haben, dieses Banner dann sagt, okay, heute für dich ist dieses Produkt versandkostenfrei. Oder du kriegst heute vielleicht nochmal einen Gutschein. Oder bei einem bestimmten Kauf, wenn ich sehe, der Kunde hat eine Historie, dass er meistens mit einem Bestellwert von 100 Euro auf, zu sagen, wenn du heute für 150 Euro etwas kaufst, bekommst du zum Beispiel versandkostenfrei oder andere Boni eingeblendet. Und trotzdem kann das ganz anonym sein. Also der Kunde muss nicht unbedingt registriert sein, muss nicht vorher schon was gekauft haben. Das reicht, wenn ich sehe, er hat sich schon mal für eine Kategorie oder für ein Produkt
irgendwo interessiert. Hier mal ein Beispiel von einem Textilhersteller, den Sie wahrscheinlich alle kennen. Das ist schon mal Under Armour, ein Aufsteiger aus den USA, der sehr stark einkommt aus diesem Bereich, nicht nur Sportkleidung, Dame-Sportkleidung herstellen. Die sind sehr stark gewachsen im Bereich Lauf, Laufen, mittlerweile auch Fußball, mittlerweile auch Football. Und hier sehen wir ganz klar zum Beispiel die erste Seite, was sieht ein Besucher, der sich mehr interessiert für die Kategorie Laufen. Der bekommt auf der Startseite schon dort entsprechende, die Topseller eingeblendet. Und wenn ich jemanden habe und identifiziere, Mensch, der hat sich vorher vielleicht bei seinem vorigen Besuch eher für die Football-Produkte interessiert, bekommt er auf der Startseite natürlich schon dort entsprechend die richtigen Empfehlungen an. Was kann ich aus den Referrer-Variablen rausholen? Also das sind die Informationen, die ich mitbekomme in der URL, von welcher Seite der Kunde kommt, beziehungsweise was für ein Surfverhalten hat er vorher. Also sprich, von welcher Domain kommt er. Ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel AdWords schalte, kommt er von Google. Auf welches AdWords hat er geklickt, was hat er sich vorher angeschaut, um diese Informationen dann auf meiner Seite weiter verarbeiten zu können. Kommt er vielleicht über eine Kampagnen-ID rein, also sprich, hat er sich vorher zum Beispiel einen Newsletter angeschaut oder ist er vielleicht vorher auf einer Landingpage eines Affiliates gewesen. Kommt er von einem sozialen Netzwerk, also gerade dort habe ich natürlich die Möglichkeit, sehr viele Informationen abzufragen, die der Kunde oder die der Besucher mitbringt. Kommt er über die bezahlte Suche rein oder kommt er über die natürlichen Suchergebnisse bei Google rein? Oder hat er sogar einen Bookmark vielleicht? Also all diese Informationen kann ich wiederum nutzen, wie gesagt, auch für einen anonymen Besucher, um meine Seite entsprechend anzupassen. Hier mal ein Beispiel. Zum Beispiel war dieser Besucher in diesem Fall bei NBC, Shop NBC, und dort auf der Kategorieseite Angebote. Ja, und geht dann, er war zuerst bei der Firma HSN, also das ist ja ein Shopping-Sender, gleiche wie HSN24 in Deutschland, und war dort auf der Webseite unterwegs und kommt dann auf die Seite von Shop NBC, bekommt auf der ersten Seite eben halt Angebote gleich angezeigt, weil man davon ausgehen kann, dass das eine, dass dieser Besucher affin ist für entsprechende Produktangebote, die preiswert sind, in eine bestimmte Kategorie fallen und natürlich auch irgendwo auf Angebote anspringen. Also für diesen Besucher lasse ich dann entsprechend gleich in meine, oder dieses Besuchersegment lasse ich in meine Schnäppchenecke oder Angebotsecke entsprechend auf meiner Webseite ankommen. Also ein ganz einfaches Beispiel, wie ich aus der Historie eines Besuchers schon Informationen ableiten und nicht nutzbar machen kann. Vielleicht eine Frage zwischendurch, kommt gerade im Chat rein. Wie kann sich denn die automatische Personalisierung der Startseite technisch lösen? Ist das Shopsystem abhängig? Da kann ich gerne nachher nochmal kurz im Detail mehr drauf eingehen, aber was Adobe macht von der technischen Seite her, ist, dass wir ein Profil haben, ein Kundenprofil, wo wir alle diese Daten speichern und eine entsprechende, wir nennen das Inbox, die auf der Seite entsprechend platziert wird, das ist ein Platzhalter und dieser Platzhalter wird dann, der wird einmal entsprechend eingebaut, dieser Platzhalter wird dann basierend auf Regeln, die ich im System hinterlege oder auch automatisiert gefüllt mit personalisierten Inhalten. Ja. Wir kommen daher aber, denke ich mal, nochmal drauf zurück. Okay, danke. Ja. So, ein auch sehr interessanter Aspekt sind die temporären Variablen, also welche Tageszeit zum Beispiel kommt der Besucher auf meine Webseite. Wir haben herausgefunden, bei einem Portal für Automobile, dass das Besucherverhalten unterschiedlich ist in der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr, beziehungsweise auch am Wochenende oder abends. Also die Leute haben zum Beispiel am Wochenende, springen mehr auf emotionale Inhalte an, als in der Woche, wo sie eben halt vielleicht am Arbeitsplatz kurz nur was recherchieren. Das heißt, auch dort kann ich diese Informationen nutzen,
um meine Webseite zu personalisieren, also am Wochenende mehr emotionale Inhalte zu zeigen, vielleicht die Leute mehr explorative Angebote zu machen und unter der Woche wirklich direkt in Produkte, in Funktionen reinzubringen, sodass sie möglichst schnell eine Entscheidung fällen können. Der Wochentag ist natürlich auch relevant. Ja. Montag ist der Tag, wo am meisten bestellt wird. Also muss ich zusehen, dass ich am Montag dort vielleicht auch einen entsprechenden Prozess, meine Webseite entsprechend auch vorbereite. Mit welcher Frequenz ist der Kunde auf meine Webseite gekommen? Ja. Ist er jetzt zum Beispiel innerhalb von 2 oder 3 Tagen auf meine Webseite gekommen, dann ist er sehr wahrscheinlich bereit, etwas zu kaufen. Kommt er das erste Mal auf meine Webseite, wahrscheinlich noch nicht so reif, also ist man mehr in dem Modus, ich will mich informieren. Oder auch gerade aktuelle Themen, die gerade gespielt werden, können interessant sein. Also klar, typisches Beispiel Fußball, Europameisterschaft, Schlachtfeldfernseher sind in. Von daher war das gar nicht so schlecht, den Kollegen mal Schlachtfeldfernseher anzubieten auf der Seite. Also von daher, solche Themen kann man und sollte man natürlich auch nutzen, um das Angebot entsprechend zu personalisieren. Hier nochmal ein Beispiel. Eines Kunden von uns im letzten Jahr, erinnern sich wahrscheinlich alle, hatten wir den Tsunami in Japan. Und wir haben einen Kunden Rye in den USA, der viel, sag mal, Outdoor-Produkte verkauft, hauptsächlich Textilien, aber auch entsprechend Zubehör dazu. Und ich hoffe, das kommt rüber, also das Screenshot. Sie sehen sozusagen, das waren die Produktempfehlungen vor dem Tsunami. Hier ganz klar, das sind mehr so Rucksäcke, das sind entsprechende Wanderprodukte, Outdoor-Produkte. Und kurze Zeit nach dem Tsunami hat die intelligente Engine dorthin erkannt, es gibt ein anderes Besucherprofil oder ein anderes Besucherverhalten auf unserer Seite. Die Leute gucken sich andere Produkte an und fängt an, auf der Startseite die entsprechenden Produkte auch hier zu bewerben. Also wir sehen dort, sind relevant, zum Beispiel Radio, Kommunikationsprodukte und so weiter und so fort. Also innerhalb von wenigen Minuten sind die Systeme heutzutage in der Lage, unterschiedliche Besucherverhalten, Kettern zu erkennen und darauf auch entsprechend zu reagieren und den Shop automatisch entsprechend oder die Webseite automatisch entsprechend daran anzupassen. Also hier mal ein Beispiel für, wie Aktualität Ihre Webseite sehr stark beeinflusst. Und gehen wir mal in das Thema Customer Journey noch mal ein bisschen näher rein. Wir haben Kunden, die zum Beispiel sagen, ich will meine AdWords, also das, was ich bei Google an Werbung ausgebe, optimieren, basierend darauf, auf den Retourendaten. Und in der Regel bekomme ich auf meinem E-Commerce-System oder eben halt auf meiner Webanalyse nur die Informationen raus, letztendlich, okay, was hat der Kunde gekauft, letztendlich abgeschlossen. Aber die Retourendaten sind ja in der Regel in Drittsystemen, Warenwirtschaftssystemen, Liefersystemen, und die kann ich nicht immer den gleich zuweisen. Und auch hier kann ich natürlich Mehrwerte schaffen, indem ich sage, ich spiele diese Daten zurück in die Systeme, also ich spiele die komplette, in dem Fall Transaktion ab, und optimiere zum Beispiel meine AdWords basierend auf der Conversion-Rate, die ich letztendlich habe nach Bezahleingang beim Kunden, ja, und nicht nur das, was der Kunde letztendlich in den Warenkorb gelegt und bestellt hat. Also auch hier kann ich zum Beispiel dann unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen, Cluster bilden, segmentieren, welche Keywords zum Beispiel lösen bei mir höhere Retourenraten aus. Und dann diese entsprechend runterziehen, runterfahren im Bitmanagement, und die weniger Retouren auch ausgeben, entsprechend für Endkunden. Und diese Daten sind natürlich vielfältig. Das können sein CRM-Daten, das können sehr stark werden, das sein, sind das Callcenter-Informationen. Das können natürlich auch Daten aus dem Stationärgeschäft sein, gerade Mitgliedsprogramme oder eben halt auch Daten von Dritten, die der GFK zum Beispiel. Hier mal ein Beispiel von Best Buy, sozusagen das Mediamarkt aus den USA, wird wahrscheinlich auch der eine oder andere von Ihnen kennen. Die haben, das war ganz interessant, auch in der Wirtschaftskrise 2009 haben sie gesehen, dass die Kunden ein komplett anderes Einkaufsverhalten haben. Das heißt, die hohen Durchschnittsbons im Laden, über 1.000 Dollar, wurden ja
haben sich dramatisch reduziert, die Leute haben keine teuren Produkte mehr eingekauft. Und was sie sich einfach ausgedacht haben, war, zu sagen, Mensch, wir bieten den Kunden eine Finanzierung an, aber nicht nur für ein spezifisches Produkt, sondern für den gesamten Warenkorb, also für eine Vielzahl von Produkten. Und sie wussten jetzt aber nicht genau, was ist denn die richtige Warenkorbgröße. Und dann haben sie einfach mal die Online-Daten analysiert, was ist ein Durchschnitt, was sind jetzt denn für unterschiedliche Zielgruppen und konnten so definieren, welcher Zielgruppe biete ich dann innerhalb bei welchem Threshold, also bei welcher Warenkorbgröße eine Gesamtfinanzierung an und konnten so eben halt entsprechend die Umsätze sowohl im Stationärgeschäft entsprechend optimieren. Also hier habe ich eben halt auch die Möglichkeit, über klassische Analyse und Clusterbildung meine Angebote zu personalisieren. So, jetzt haben wir vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie setze ich sowas um? Wir bieten im Standard zwei unterschiedliche Vorgehensweisen an. Das eine ist, das Ganze regelbasiert zu machen. Das heißt, ich in der Regel definiere ich ein Segment. Ein Segment kann sein ein Besuchersegment in einem bestimmten Zeitraum oder das kann sein von einer bestimmten Location. Das kann aber auch sein eine Kategorieaffinität, das kann sein das Alter. Immer einfach die Variablen, die wir vorhin durchgegangen sind, nochmal dargestellt. Ich kann dann für diese Kategorien Regeln im System abbilden und sagen, okay, für diese Kategorieaffinität, sagen wir mal, der Kunde kommt rein, interessiert sich für ein bestimmtes Brand, sagen wir mal Adidas, und ich spiele ihn dann entsprechend halt einfach nur dann dort entsprechend die Empfehlungen aus für diese Produkte um dieses Brand und ich schließe vielleicht auch andere Brands dann entsprechend aus, weil der Kunde jetzt vielleicht nicht eine Empfehlung bekommen will für ein Kompetenzprodukt. Einfaches Beispiel, diese Regeln kann ich in dem System hinterlegen, wenn ich meine Segmente entsprechend, meine Kundensegmente definiert habe, hinterlege ich diese Regeln. Und mit der Zeit kann es natürlich sehr schwer werden, wenn ich sehr viele Segmente habe, diese vielen unterschiedlichen Regeln zu verwalten. In der Regel ist es aber eine gute Empfehlung zu sagen, ich fange mit 10, mit 15 Segmenten an, um dann entsprechend das regelbasiert auszuspielen, diese personalisierten, ich sag mal, Empfehlungen, unterschiedlichen Content, unterschiedliche Inhalte, unterschiedliche Schreiter, Checkout-Prozesse, wie auch immer ich das schreibe. Aber irgendwann stößt das Ganze an seine Grenzen, gerade wenn ich zum Beispiel jetzt eine Seite habe mit sehr viel Traffic, wo ich vielleicht auch sehr viele Kunden nicht eindeutig identifizieren kann, also sprich sehr viel anonymen Traffic habe. Und dort gibt es eben halt auch die Möglichkeit, ein sogenanntes One-to-One-Targeting abzubilden. Wir nennen das Automated Behavioral Targeting bei Adobe. Das bedeutet das im konkreten Fall bedeutet, dass wir einen sogenannten Fingerabdruck für jeden einzelnen individuellen Besucher erstellen und dort über selbstoptimierende Algorithmen herausfinden, welche Inhalte sind jetzt für diesen einzelnen Kunden interessant. Das Ganze beruht auf statistischen Modellen und Vergleichsmodelle, die sozusagen das Besucherverhalten eines bestimmten Besuchers entsprechend analysieren. Das vergleichen mit anderen Besuchern, das wiederum vergleichen mit den ganzen Variablen, die wir hier sozusagen abfragen müssen. Und so entsteht Stück für Stück, je näher der Kunde eben halt auf der Seite ist, ein komplettes Bild dieses Kunden durch die Berechnungsalgorithmen, die dort dahinter liegen. Also dort haben sie keine Regeln mehr, sondern eine komplette Automatisierung sozusagen. Und diese Automatisierung berechnet dann, welcher Inhalt, welche Produktempfehlung, welche Kombination von Inhalten auf ihrer Webseite ist für diesen Kunden relevant. Und das, was ich dann natürlich, was ich am Anfang sagte, entsprechend gegen KPIs laufen, also soll es eben halt die Conversion steigern oder soll es eine Anzahl von Registrierungen steigern und so weiter und so fort. Also da habe ich immer die Möglichkeit, unterschiedliche Sachen abzubilden. Und dann bekommen Sie mit der Zeit ein sehr gutes Bild über diesen einen Kunden und können ihr darauf basierend ihre gesamte Webseite personalisieren.
Hier nochmal ein Beispiel, Sony, die auch dieses automatisierte Targeting auf ihrer Webseite nutzen, einfach mal zwei Daten rausgegriffen, 84% Steigerung der Click-Throughs, 109% Steigerung des Umsatzes pro Besucher. Das sind schon sehr beachtliche Zahlen. Sony, wenn Sie sich überlegen, hat ein riesiges Produktportfolio von Telefon über Computer, über Tablets, Fernseher. Und die haben einfach dieses sehr schlechte Informationen, wenn ein Kunde auf die Seite kommt und sich eigentlich mehr informiert über die Produkte, weil wir ja doch mehr im Handel gekauft haben, wofür interessiert er sich jetzt einfach eigentlich? Und haben entsprechende Grafiken, Hero-Grafiken, wie man das nennt, entwickelt für die einzelnen Produktaffinitäten, Kategorieaffinitäten. Und das System analysiert automatisch, lernt ständig dazu, welchen Kunden biete ich jetzt entsprechend auf der Landingpage, in den unterschiedlichen Kategorieseiten, welche Angebote. Und dann kommen hier sehr interessante Steigerungsraten in dem Fall zusammen. Einfach nochmal ein anderes Beispiel, wie kann ich das Ganze grafisch umsetzen und das vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu visualisieren. Hier haben wir eine Webseite Runners World, kaufen hauptsächlich Produkte für, zum Laufen. Das ist jetzt zum Beispiel mal ein Screenshot von einer Seite für einen komplett neuen Besucher. Der Besucher in dem Fall hat sich schon mal zu erkennen gegeben. Der ist eigentlich in dem Fall mehr interessiert an, in dem Fall war es Winter, sieht hier eben halt auch entsprechend schon eine Mütze mit dabei. Und er war mehr interessiert an Accessories, bekommt ihm halt auch noch entsprechend gleich ein Angebot für die Sonnenbrillen mit dazu. Und es war eben halt eine weibliche Person. Jetzt sind wir hier eine männliche Person. Auch die Visuals ändern sich hier. Ja. Die Struktur der Webseite war gleich. Zum Beispiel auch die Struktur des Banners hier, Hit the Ground Running. Aber in diesem Banner kann ich die Farbwelten verändern, also mehr anpassen, auch das Geschlecht in dem Fall, beziehungsweise auch die Produkte entsprechend dynamisch ein- und ausblenden. Also die Links sind auch nochmal wieder ein anderes Angebot für diesen User im Vergleich zu der Person, die vorher drauf war, beziehungsweise hier nochmal ein komplett anderes Angebot der Webseite für einen vierten User. Und all das erkennt das System eben halt automatisch und spiegelt auf. Also eine ganze Reihe von Ansatzmöglichkeiten, mehr Personalisierung auf die Webseite zu bringen. Wie gesagt, denken, das geht über Produktempfehlungen, aber bleibt dort nicht stehen. Ganz wichtiger Aspekt hier, wie Sie gerade gesehen haben, ist eben halt auch die grafische Änderung der Webseite, die Farbensprache, wie verhalten sich zum Beispiel auch die Banner und Angebote grafisch für den einzelnen User. Bietet Adobe in diesem Fall, um das auch wirklich umsetzen zu können. Und das sind, wie wir vorhin gesehen haben, eine Reihe von Produkten. Klassischerweise fangen wir an mit der Analyse, mit einer 360-Grad-Web-Analyse der Kunden. Und aus diesen Informationen kann ich dann eben halt meine Personalisierungsregeln ableiten. Und dort gibt es eben halt dann diese unterschiedlichen weiteren Tools, die ich nutzen kann, also eine Recommendation Engine für die Produkte, aber auch zum Beispiel ein Test and Target. In dem Modul habe ich immer die Möglichkeit, über das Targeting den Kunden überhaupt erstmal zu erkennen, die Besucherinformationen zu sammeln in einem Kundenprofil und dann die Inhalte, die ich definiert habe, entsprechend an diese Segmente auszuliefern. Und diese Targeting Engine kann dann eben halt auch zum Beispiel für die unterschiedlichen Segmente dann auch die Recommendations mit verändern. Also dass ich nicht die gleichen Recommendations für jeden Kundensegment ausspiele, sondern eben halt auch für die unterschiedlichen Segmente unterschiedliche Produktempfehlungen gebe, beziehungsweise auch unterschiedliche Suchergebnisse nutzen kann. Also ich basiere das Ganze, wie gesagt, auf die Analyse der Daten, hole dort meine Kundensegmente raus, reiche die Profile an über das Targeting-Modul und kann dort entsprechend dann gezielt Inhalte ausliefern. Und über das Testing-Modul habe ich dann die Möglichkeit auch zu sagen, konvertiert das zum Beispiel besser, also gegen meine KPIs zu messen. Sprich, ich habe eine Nulllinie, das kann sein, meine Webseite so wie sie derzeit aussieht. Und das zweite Version, die ich ausspiele, ist eben halt die optimierte Version und ich sehe dann ganz klar, welche
Version meiner Webseite zum Beispiel konvertiert besser, sprich die Hypothese an dieses Kunden mit einem mehr personalisierten Inhalt auszuliefern, geht auf und kann das Ganze eben halt auch entsprechend dann beweisen und Menschen dann entsprechend abholen und sagen, hey, diese Investition bringt was. Dass das Ganze wirklich, oder weshalb ich eine Suite brauche, ist wirklich, weil dass diese Tools miteinander zusammenspielen. Das heißt, wenn ich diesen Suite-Ansatz fahre, kann ich einfach besser personalisieren. Wir sehen das bei Kunden, die, ich kann das Ganze natürlich auch selber programmieren oder mit anderen nochmal Einzelmodulen entsprechend versuchen umzusetzen. Das Problem, was wir sehen, ist, dass wir häufig an Schnittstellenproblematiken scheitern, also sprich die Kundensegmente, die ich definiert habe, wie kriege ich den jetzt eigentlich wirklich ausgespielt in meinen Produktempfehlungen, wie kriege ich die dann jetzt wirklich übertragen in das Verhalten der Suche rein auf der Seite, wie kriege ich das übertragen in das Targeting. Und hier bietet Adobe derzeit, würde ich sagen, fast das einzige System, was dort entsprechend integriert ist und alle diese Module miteinander spielen. So, kommen wir nochmal rein, wie kann ich denn eigentlich vorgehen? Hier vielleicht nochmal sechs Schritte, die Sie abgeleitet aus der vorigen Folie für sich mitnehmen können. Ganz einfach mal praktisch, wie gehe ich vor? Also Schritt 1, die Empfehlung zu sagen, gehen Sie einfach mal auf 5 Segmente, die für Ihr Business wichtig sind. Eine ganze Reihe von Variablen und Ansatzpunkten habe ich Ihnen in der Präsentation gezeigt. Setzen Sie sich einfach hin, definieren Sie, welche Ziele wollen Sie damit erreichen, also sprich mehr Registrierung, mehr Umsatz und so weiter und so fort. Implementieren sozusagen dann für diese Besucher angepasste Versionen Ihrer Webseite und gucken, ob das funktioniert. Wenn es funktioniert, gehen Sie den nächsten Schritt und sagen, okay, ich gehe dann sogar in die Empfehlungen, also sprich, unterschiedliche Produkte, unterschiedlichen Content. Für Medienunternehmen können das zum Beispiel auch Artikel sein, die ich für diese dann definierten Segmente ausspiele. Hier dann im Schritt 3, wenn es funktioniert, auch in die On-Site-Suche. Also basierend auf dem Segment optimiere ich sozusagen meine Suchergebnisse auf der Seite. Sprich, wenn ich einen Kunden habe, der zum Beispiel, um das Beispiel vorhin aufzugreifen, immer nur für 100 Euro einkauft, oder eben halt an einem bestimmten, sag mal, Produktsegment unterwegs ist, dann ranke ich in meiner natürlichen Suchergebnisse, also wenn er auf meine Seite kommt und nach Produkten sucht, ranke ich natürlich die Produkte zu oberst, die für ihn am relevantesten sind, entweder von der Preisgestaltung her oder zum Beispiel von der Kategorieaffinität her. So, dann der vierte Schritt wäre wirklich dann in die dynamischen Banner zu gehen, Inhalt, also Content wirklich dynamisch an die Kundensegmente anzupassen. Dort müssen Sie auch entsprechend mit Ihrer Grafikabteilung zusammenarbeiten und jeden Schritt 1 bis 4 natürlich ständig validieren und messen, bin ich auf dem richtigen Weg. Und so komme ich dann in einen, sag mal, ständigen Optimierungsprozess hinein, weil wenn es für ein Besuchersegment funktioniert, haben Sie den Proof of Concept, dass es auch für mehrere Besuchersegmente funktioniert. Und fügen dann immer mehr und mehr Segmente hinzu. Es gibt einige Unternehmen, die haben entsprechende Optimierungsteams, wo es entsprechend dann einen schon fast einen Produktionsprozess gibt, die ihre Anforderungen von den Fachabteilungen bekommen, sagen, guck dir das mal an, das ist die Zielstellung, wie können wir dort diesen Bereich besser optimieren, mehr personalisieren, und dann wird das Ganze als ein eigenständiges Projekt abgearbeitet und entsprechend gemessen und dann kommt das nächste Projekt rein. Wie gesagt, das ist der komplette Ausbauprozess. Ganz konkret fangen Sie morgen früh, überlegen Sie sich, welche Segmente könnten für Sie interessant sein und überlegen Sie sich, wie können Sie dort mehr personalisierte, relevantere Inhalte, Empfehlungen, Suchergebnisse etc. aufspielen. Damit wäre ich von meiner Seite erstmal am Ende der Präsentation. Wir können gerne noch weitere Fragen auch gerne von mir aus technischer Sicht beantworten, wenn da dann welche Einkommensfragen haben, die ich noch. Ja, ich würde jetzt einmal kurz die beiden Umfragen, die wir vorbereitet hatten, einspielen und freue mich natürlich, wenn die Teilnehmer hier entsprechend klicken.
Und die Frage aus dem Chat, die jetzt noch reingekommen war, und zwar, gibt es bereits Standardschnittstellen zu Shop-Systemen und wenn ja, zu welchen? Also das ist auch wieder eine sehr technische Frage. Was wir einbauen, ist einfach nur ein Code in den Template des Shop-Systems. Und dort brauche ich im Wesentlichen keine Schnittstelle. Das heißt, das Ganze ist für jedes Shop-System relativ einfach umzusetzen. Also ich baue einfach nur ein bisschen JavaScript auf ein Template, auf ein Shop-Template rein. Oder das kann auch ein Content-Management-System sein. Okay. Gut. Ich schaue jetzt gerade nochmal in den Chat rein. Aktuell sind keine weiteren Fragen, aber... Oh doch, jetzt kommt gerade nochmal eine. Dann nehmen wir die doch gerne mit noch auf. Wie fließt die Information denn in das CMS, um die personalisierten Inhalte auszuspielen? Also das CMS in dem Sinne ist Adobe Tool, also wir hatten ja gerade gesagt, wenn wir mal reingehen in das Test in Target. Also ich baue technisch gesehen eine Inbox an bestimmte Stellen in meine Webseite ein. Und diese Boxen werden dann automatisiert durch das Adobe-System befüllt, basierend auf den Regeln, die sie eingestellt haben, oder eben halt auch, wenn sie das One-to-One-Targeting nutzen, also das automatisierte Erkennen und Ausspielen der Inhalte. Ja. Also die Inhalte werden nicht mehr durch das CMS in dem Sinne befüllt, sondern durch das Adobe-System. Okay. Wobei das CMS natürlich nach wie vor die Webseite ausspielt. Klar. Und die Webseitenstruktur und sowas alles vorliegt. Gut. Ja, dann, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, liebe Teilnehmer. Gerne können Sie noch weitere Fragen im Chat stellen, die wir dann noch beantworten. Ansonsten möchte ich, wie gesagt, Sie gerne noch mal herzlich einladen zu den weiteren Terminen der Online-Marketing-Trends. Im Juli, August, September, Oktober, November und Dezember. Da warten dann weitere spannende Themen, unter anderem zum Thema Mobile Marketing, Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Gut, ansonsten herzlichen Dank, Herr Raab, für Ihre Ausführungen zum Thema Personalisierung im E-Commerce. Vielleicht noch ein letztes Wort auch an die Teilnehmer. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die rege Teilnahme und das Interesse. Und ich hoffe, Sie kommen auf den ein oder anderen nächsten Webinar noch mit dazu. Gut, dann auch von meiner Seite herzlichen Dank an die Teilnehmer für Ihr Interesse. Wie gesagt, Link zur Aufzeichnung können Sie dann direkt von Adobe bekommen. Vielleicht ist das Webinar ja auch für einen Ihrer Kollegen interessant, dem Sie das dann gern auch vorspielen können. Gut, neben Chat sind jetzt auch keine weiteren Fragen mehr. Dann an dieser Stelle herzlichen Dank und noch einen angenehmen restlichen Arbeitstag und einen schönen Feiertag morgen für all diejenigen, die in Bundesländern leben, wo es den Feiertag gibt. Und bis zum